Auf die sind sie jetzt nicht, ja, zum Glück nicht gespawnt. Oh, Spaghetti. Spaghetti mit Fleischbällchen. Das ist doch auch was für zwischendurch. Ah, super, noch mehr von denen. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Outrageous Filth Breakaway Path. Ich glaube, ich habe mich nicht richtig dran erinnert. Egal, ich bin hier 93 Stufe. Im letzten Teil haben wir das Spiel begonnen und ja, es sind 2 Jahre vergangen, seitdem die Chaosgöttin besiegt worden ist von Daiken und Verena. Sie haben ihr Töchterchen bekommen. Sie ist zuckersüß, ich würde sagen, um die 8 Jahre alt. Dämonen, die wachsen halt schneller. Und sie wollten sich einen schönen Tag auf dem Jahrmarkt verbringen, weil zunächst mal hat es angefangen zu regnen. Naja, das ist jetzt nicht so schlimm, aber die Kinder der Verdammnis, welche ja von Verena getötet worden sind, sind ihr nachgekommen und haben sie nun in ihre Gewalt gebracht. Sie wollen sie als Werkzeug nutzen und ich mache mir wirklich Sorgen um die Verena. Ich mache mir Sorgen, aber jetzt erstmal weiter in der Geschichte. Tolles Wetter, Daiken. Wir sollten langsam nach Hause gehen. Ich glaube, wir haben ein größeres Problem als das bisschen Regen. Hast du Verena gesehen? Sie wollte hier Getränke für uns kaufen. Nein. Hier war sie nicht, sonst hätte ich sie gesehen. Wo zum Teufel steckt sie nur? Keine Panik, Daiken. Sie taucht bestimmt gleich wieder auf. Das sagen sie immer. Sie würde doch nicht einfach so abhauen, ohne Bescheid zu sagen. Ich spreche mal mit den übrigen Leuten. Vielleicht wissen die irgendwas. Okay, ich passe so lange auf Elia auf. Na, mein Töchterchen? Wo ist Mama? Mach dir keine Sorgen. Ich suche sie. Hoffentlich findest du sie. Ich will nicht, dass sie irgendwas Böses sieht. Und? Schon was herausgefunden? Bisher noch nichts, leider. Dann frage ich mal die Leute. Entschuldige die Störung, aber ich suche meine Freundin. Sie hat rote Haare und trägt eine schwarze Jacke. Hast du sie gesehen? Nein. Tut mir leid. Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Okay, kein Problem. Ich danke dir trotzdem. Du vielleicht? Entschuldige die Störung, aber ich suche meine Freundin. Sie hat rote Haare und trägt eine schwarze Jacke. Hast du sie gesehen? Ja, die habe ich gesehen. Sie ging an mir vorbei, aber keine Ahnung wohin. Okay, immerhin etwas. Ich danke dir. So, wir wissen also, wo sie hin ist. Also ich habe sie ja sowieso schon gesehen. Und? Schon was herausgefunden? Bisher noch nichts, leider. Das ist gelogen! Du weißt doch, wo sie ist. Kann ich mit der noch sprechen? Die ist völlig in ihr Handy vertieft. Ich glaube, die ist keine große Hilfe. Naja, probieren kann man es doch mal, oder? Ja, die sauber gemacht haben sie auch. Die perfekte Tat, das perfekte Verbrechen, hä? Hier ist auch keine Spur von Verena. Wo steckst du bloß? Ich habe Angst, was jetzt passiert. Wo haben sie sie wo haben sie sie verschleppt? Deshalb Breakaway Path, hä? Ihre Wege trennen sich, aber ich hoffe nicht zu lange. Und? Schon was herausgefunden? Fehlanzeige. Nur einer hat sie gesehen, aber wusste nicht, wohin sie ging. Und hinter dem Eingang war auch keine Spur von ihr. Wo steckt sie bloß? Verdammt, aber wir sollten langsam nach Hause gehen. Vielleicht ist sie ja da? Okay, vielleicht hast du recht. Dann lasst uns gehen. Ist Mami verschwunden, Papa? Nein, Schatz. Mami ging es bestimmt nicht gut und ist nach Hause gegangen. Dann sollten wir ganz schnell zu ihr. Das machen wir jetzt auch, Elia. Wir gehen nach Hause. Ich trage dich auf meinen Schultern, wenn du möchtest. Oh ja, das muss ich... Dann muss ich nicht selber laufen und kann Tiere beobachten. Genau, dann hast du einen besseren Überblick. Möchtest du noch ein Eis? Ja, bitte, mit Kirsche. Das mag ich am liebsten. Und ich dachte hier mit Blutorangen. Entschuldigung, das war ein blöder Witz. Kriegst du, Velia. Dann brechen wir jetzt auf. Du machst dich wirklich gut und ich hoffe, dass Verena nichts passiert ist. Das hoffe ich auch, Catherine. Die arme Verena. Ach, hätte ich jetzt weitergespielt, hätte ich hier Breakaway Path.
Hätte ich jetzt ein bisschen weiter gespielt, dann hätte ich hier noch speichern können. Naja, egal. Apartment, Daikens Wohnung. Doch, ey. Ey, wieso steht die denn jetzt hier in Unterwäsche? Was ist denn hier los? Da bist du ja endlich, Daiken. Hast du was erreicht? Nein, absolut nichts. Von Verena fehlt immer noch jede Spur. Ich mache mir langsam große Sorgen. Ich will nur ungern dran denken, aber die Sache ist mir erst merkwürdig. Habt ihr euch vielleicht gestritten oder so, Bruderherz? Nein, jedenfalls nichts, was ich nicht schon kennen würde. Dann können wir nur abwarten, dass sie wieder auftaucht. Ja, egal bei was ich mir den Kopf zerbreche, ich komme zu keiner Antwort. Ich hoffe, Verena ist bald wieder da. Auch wegen Velia. Wir haben zusammen ein Buch gelesen und dann ist sie bei mir eingeschlafen. Gut, danke, Kevin, dass du dich so viel um sie kümmerst. Ach was, das mache ich doch gerne und außerdem mag ich die Kleine. Du bist ja auch ihre Tante, also. Na gut, natürlich heißt es nicht, dass sie sich jetzt super verstehen müssen, aber es ist schön, dass sie sich verstehen. Wir sollten jetzt auch schlafen. Ich bin verdammt müde. Okay, dann sehen wir uns morgen früh. Und Daiken, lass den Kopf nicht hängen. Ja, ich werde es versuchen. Ich bin für dich da, Bruderherz. Gute Nacht. Danke, Schwesterherz. Dir auch eine gute Nacht. Oh Mann, ich habe das Gefühl, er wird jetzt einen Albtraum haben und irgendwas passiert. Oh, mit dem Teddy. Oh, wehe, stört jetzt jemand ihren schönen Schlaf. Wehe. Ui, eine Nachricht. Wahrscheinlich hier von den Kidnappern. Mhm, mhm. Und, was ist jetzt? Von Verena? Oh je. Was kommt jetzt? Hier bin ich, Verena. Du weißt, dass ich herkomme. Hierher komme. Schatz, alles gut? Ich bin mir sicher, dass etwas passiert sein muss. Du würdest nicht einfach so verschwinden. Also bitte sag mir, wo du warst. Alle machen sich Sorgen um dich, besonders Velia. Velia habe ich sonst immer gesagt. Ich glaube, Velia? Du musst mir sagen, Basti. Ich glaube, ich bleibe bei Velia. Velia klingt nämlich gut. Bin ich vielleicht dafür verantwortlich und habe etwas falsch gemacht? Ich weiß, dass ich mich oft ungeschickt anstelle und dabei Fehler mache. Es reicht. Genug davon. Hör endlich auf, dich ständig für alles zu entschuldigen. Du willst der Wächter sein? Jemand wie du, der sich selbst nicht akzeptiert? Das ist erbärmlich. So einer will das Gleichgewicht beschützen. Was sagst du da, Verena? Das bist doch nicht du, die das sagt. Was ist auf dem Jahrmarkt passiert? Komm nicht näher und bleib stehen. Okay, ja, in Ordnung, Verena. Aber dann bitte sag mir, was los ist. Ich habe Zeit für mich gebraucht und über uns nachgedacht. Ob das Ganze nicht ein Fehler war. Was soll das heißen? Willst du das zwischen uns beenden? Du siehst doch selbst, wie ich mit dir umgehe. Ich bin nicht gut für dich. Ich bin ein Dämon und ich gehöre nicht in diese Zeit. Ich verstehe nicht, wieso du sowas plötzlich sagen kannst. Aber was ist mit Velia? Ist sie dir etwa egal? Kümmere du dich um sie. Verena, meinst du das jetzt wirklich ernst? Ja, das meine ich, Daiken. Ich will, dass du dich von mir fernhältst. Hast du das verstanden? Ich wette mit euch, die sagt es auf eine Weise, dass sie will zwar bedrohlich klingen, aber in Wahrheit tut es ihr so sehr weh, das sagen zu müssen. Ja, ich habe dich verstanden. Wenn es das ist, was du willst, Verena. Das will ich. Also bleib mir einfach fern. Mm. Outrageous Fifth? Breakaway Path? Das war jetzt alles das Intro! Das war alles das Intro?
Oh, abtrünniger Weg. Ach, Breakaway Path heißt abtrünniger Weg. Oh. Na, das ist ja jetzt interessant. Jetzt spielen wir hier drei Level, verschiedene Level mit der Verena und verschiedene Level mit dem Daiken oder was? Spielstand speichern. Bitte, Dankeschön. Also jetzt bin ich ja wirklich gespannt, was da jetzt passiert. Ich weiß was von dem Flugmodus. Gegenwart, Bahnhofsstation. Und wieder ein etwas, was man aus Biohazard kennt. Was ist los, Mädel? Ich habe mit dem defekten Ticketautomaten zu tun. Wenn du mit dem Zug fahren willst, dann geh und steig einfach rein. Gut zu wissen, du kleine Made. Was hast du denn für ein Problem? Geh mal mehr in die Sonne, Mädel. Sei froh, dass ich etwas zu erledigen habe, du dreckiger Hund. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die sie zwingen, sich so zu verhalten oder ob die ihr eine Art Gehirnwäsche unterzogen haben, dass ihre alte Persönlichkeit wieder rauskommt. Ich meine, kommt mir gar nicht so. Es kommt mir wirklich so rüber, als würden sie einfach zwingen, sich so zu verhalten. Und? Was säufst du? Oh, betrunken. Boah, hast du keine Titten? Lass sie mich mal anfassen, Baby. Gleich ist die Hand gebrochen. Sag das nie wieder zu mir, du Schwein. Sowas darf nur ein Mann zu mir sagen. Autsch, wie bist du denn drauf? Mein schönes Bier. Machst du dir Sorgen um den Bier? Du solltest dich besser benehmen und weniger von diesem Zeug trinken. Ja, danke für den Ratschlag. Eieiei, wer biebst du nochmal? Ich hoffe, die ändert sich wieder. Die freundliche Verena mag ich lieber. Okay, wo ist jetzt nochmal der Eingang bei dem Teil? Diese Tür lässt sich nicht öffnen. Hier vielleicht? Hier? Diese Tür lässt sich nicht öffnen. Verdammt nochmal, dann dreht sie doch ein! So gelaunt bist du ja sowieso schon. Diese Tür... Wieso lassen sich all diese Türen nicht öffnen? Das ist ja hier bescheiden. Aha. Wohin fährt sie jetzt denn eigentlich? Und was ist mit dem Leon und der Amanda, hä? Fährt sie jetzt mit dem Zug zu denen hin? Und was ist ihr weiterer Plan? Was werden sie tun? Was ist ihr Ziel? Sie wollen sie als Werkzeug nutzen? Für was? Für welches Werk? Ob mich Daiken jetzt hasst für das, was ich alles zu ihm sagte? Aber ich hatte keine andere Wahl. Ach so, also sie hat es nicht gesagt, weil sie manipuliert wurde. Sie wollte, hat es zu ihm gesagt, damit er in Sicherheit ist. Sie wollte nicht, dass Aeon Velia etwas Schaden angetan wird. Och, die Verena. Oh, was für eine Frau. Es geht los. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Und wer sind die? Hamina, 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 Hamina. Autsch. Hamina, Hamina, Hamina. Hopp. Ich vermute, die kämpft jetzt gegen die Soldaten, weil sie etwas... Sie soll wahrscheinlich etwas besorgen für den Leon und die Amanda. Und das ist eigentlich ein bewachter Zug. Abstand! Abstand halten! 5-Meter-Regel! Eieiei. Was könnte hier drauf sein, was Leon und Amanda haben wollen? Irgendeine Waffe, weil ich meine, was sollten sonst die Soldaten hier... Der hat eine Waffe. Also ich meine, der hat eine Schusswaffe. Hamna, 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 Hamna. Ah, das ist eine Speichermaschine. Das ATM ist doch ein Speicherpunkt, oder? Dieser Leon hat recht behalten. Die Karlsgöttin hat einen Teil ihrer Armee in Reserve gehalten. Ach so, in Reserve. Daiken hat mir mal erklärt, wofür diese Dinger sind. Die spucken Geld aus. Brauche ich aber nicht, da ich kein Konto habe, sagt er. Außer Betrieb, ist auf dem Schild zu lesen. Keine Ahnung wieso.
Keine Ahnung, wie diese Tür aufgeht. Vielleicht ist die kaputt. Hier ist es nicht, da kann ich speichern? Hm, komisch. Naja, vielleicht später. So, weiter geht's. Das sind die übrigen Soldaten. Komm doch her. Autsch, die treffen mich ja. Autsch, 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 autsch. Na, wartet. Autsch, ich bin tot. Ja, super. Das hat doch mir im Handbuch gezeigt. Ah, nee, Moment. Es hat mir ein Bild gezeigt, dass ich dort geheilt werde. Das war einfach nur zufälligerweise der Punkt, wo dann dieser Automat ist. Ja, ich denke, mit dem Feuerball ist es dann besser, Hand zu haben. Damit kann ich die dann besser von der Entfernung treffen. So, weiter geht's. Autsch. Abstand, Abstand, Abstand. Autsch. Ich bin fast tot. Ich bin tot. Also für den Teil ist der Rage-Angriff besser. Für den dritten Teil ist der Feuerball besser. Okidoki Loki. Hamana, 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 Hamana. Abstand! Stillgestanden, Soldaten! Ey, der Rage-Angriff hat's drauf. Hat's wirklich drauf. Hamana, Hamana. Rapp. Weil das auch noch so eine Schockwelle am Ende hat, aber auch wirklich. Hamana, Hamana, Hamana. Haben die sich gerade angeschaut? Willst du als erstes? Nö, nö, nö. Ist heute dein Geburtstag. Du darfst, hast den Vortritt. Was das Sterben angeht, hä? Hamana, 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 Hamana. Probier's doch. Okay, ich habe bisher keinen Schaden erlitten. Das ist gut, das ist sehr gut. Okay, ab zum Feuer und dann werden die flambiert. Heute gibt es Barbecue. Hamana, Hamana, Hamana. Hamana, Hamana, Hamana. Hui. Gerade so. Ich hoffe, das gibt mir 100 Heilungen, nicht nur 50. Nee, 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 nee. Jawohl! Das ist schön. Das ist gut. Hoffentlich sind sie jetzt nicht... Ja, zum Glück nicht gespawnt. Oh, Spaghetti. Spaghetti mit Fleischbällchen. Das ist doch auch was für zwischendurch. Ah, super. Noch mehr von denen. Job! Abstand! Abstand, sag ich! Mein Herz gehört schon einem Mann. Auch wenn ich ihn gerade nicht sehen kann. Sehr schön. Und nochmal Speicher. Ich meine nochmal Gesundheit. Warum nicht? Diese Tür lässt sich nicht öffnen. Dann gehen wir halt aufs Dach. Ich kriege hier so Flashbacks auch von Biohazard 1, wo ich hier auch gegen den Boss gekämpft habe. Ach du liebes Liesle. Ich muss die Öffnung entriegeln, um auf das Dach zu gelangen. Hier? An dem Gerät sind Tasten mit Zahlen angebracht. Nein, nein, nur einige Kartons, aber die sind völlig nutzlos für mich. Info an Mitarbeiter. Ein neuer Code wurde generiert. Seit diesmal vorsichtiger. Zugangscode 5170. Okay. 5170. Das war wohl nicht richtig. Moment, war das doch keine 0? 517. Das ist eine 5. Das ist eine 1. Das ist eine 7. Weil das ist eine 8. 5178. Okay, es war eine 8. Keine 0. Gut. Weiter geht's. Aufs Dach, ihr Schönen. Und was für ein Wetter. Flap, flap. Okay, wo muss ich lang? Hä? Okay. Okay. Auf diesem riesigen Ungetüm soll ich also das erste Fragment befinden. Fragment? Wofür? Das hätte mir dieses Arschloch auch ruhig mal sagen können. Schink! Dann wollen wir mal dieses Mistding auseinandernehmen. Fragment? Wofür? Ziel angreifen, was? Hallo?
Bitte, was? Wie mache ich das? Also ich glaube... Hilfe? Bitte, was? Wie soll ich denn da hochkommen? Der Basti hat mir erzählt, es wird einen Punkt geben, wo man fliegen muss. Ziel angreifen. Aha, aber wie komme ich da hoch? Hallo? Ich bin gerade überfragt. Und ich werde hier von Raketen... Hallo? Ja, ich verstehe, dass es schwierig ist, weil ich nicht weiß, was ich tun soll. Eieieiei. Was soll ich machen? Ich komme da ja nicht hin. Hä? Hä? Also ich kann den Raketen ausweichen. Wunderbar. Hip. Hep. Jups. Autsch. Wie greife ich an? Hä? Hä? Ach so, wenn ich in der Explosion stehe, dann kann ich da nicht ausweichen. Wie? Ich habe da ja ein Tippbuch bekommen. Ziel angreifen. Ja, wie? Mit dem Feuerball. Ist es mit dem Feuerball oder? Hä? Hä? Runter. Hoch. Runter. Hammer. Ah, ich schade ihm doch mit dem Feuerball. Hä? Hä? Okay. Jawohl, ich muss es also wirklich einfach nur angreifen. Mit dem Feuerball. So einfach ist es. Runter. Autsch. Hä? Hammer. Feuer frei. Wieso auch immer hier ein Flugschiff fliegt. Hups. Hups. Aha. Und bam. Runter. Hoch. Runter. Und Feuer frei. Ja, man sieht nämlich, wie es da oben, wie es blutet. Das heißt, ich mache schon was richtig. Jups. Also wenn man weiß, wie die fliegen, dann ist es sehr einfach. Und hep. Und jups. Und jups. Ah. Na komm, fall endlich vom Himmel, du eiserner Vogel. Hä? Ausweichen? Jups, das war knapp. Jups. Hammer. Und hep. Und jups. Und jups. Vielleicht sollen sie mal ihr Angriffsmuster ändern. Jawohl. Ziel angreifen. Bitte was? Okay. Jetzt kommen... Hä? Autsch. Wie soll man dem denn ausweichen? Wie soll man denn da das... Also ich probiere es nochmal. Also die erste Phase verstehe ich. Nur wie soll man da weitermachen? Ziel angreifen. Okidoki. Runter. Hoch. Runter. Wie weicht man dem... Wie greift man da diesem Kampfschild aus? Runter. Hoch. Runter. Hä? Hep. Hep. So kann ich ihn noch nicht angreifen. Runter. Hoch. Hier ist genug Platz, dass ich der Explosion ausweichen kann. Sehr gut. Hammer. Runter. Hoch. Runter. Hammer. Gut, da kriege ich auf jeden Fall zwei Treffer hin. Jips. Und jips. Oh, ich merke gerade, es hat einen neuen Effekt, wenn der Angriff aufgeladen ist. Schickimicki. Ich glaube, ich schade ihm gerade nicht. Hä? Hä? Nee. Einmal runter, einmal hoch, einmal runter, sowieso.
Ausweichen. Hup, hup, das war knapp. Hamna, hamna. Nochmal Angriff und jetzt wieder ausweichen. Ups. Jups. Jups. Komm schon. Hep. Jups. Jups. Ja, erwartet jetzt nicht für Kommentar. Ich muss mich konzentrieren. Also, Fehler muss, da muss ich aufpassen. Ich habe das Muster erkannt. Und ich werde es nutzen müssen, um zu überleben. Weil wie war ich den Kampf aus? Da muss ich mir jetzt auch schon Gedanken machen. Jups. Wirklich, für was für ein Fragment? Und wieso fliegt hier ein großes Luftschiff rum? Hä? Hat er wahrscheinlich mit Chaosgöttin zu tun. Vielleicht sowas, um sich zurückzuholen. Und sie wollen das nutzen, um die Verdammnis zurückzuholen. Dass es eine Art Wiederbelebungsfragment ist. Wer weiß. Ziel angreifen. Jawohl! Hä? Autsch. Okay, da kriege ich auch Schaden. Abstand, Abstand, Abstand. Okay, ich muss also einfach... Autsch, ich muss meinen Abstand halten. Und weg. Und weg. Ist das extrem. Und weg. Puh. Knapper geht's nicht. Und weg. Whoopsie daisy. Jawoll. Hab ich's geschafft? Darf ich aufsteigen oder? Ach, es geht weiter. Wo bin ich jetzt? Ziel ausschalten. Bitte was? Was kommt jetzt? Hä? Autsch, ach, leck mich doch. Und dann, okay, meine Damen und Herren, ich mache jetzt hier einen Cut. Also, ich weiß jetzt, wie ich die erste Welle schaffe. Ich weiß, wie ich die zweite Welle schaffe. Ich weiß jetzt, dass bei der dritten Welle Soldaten kommen. Und da kommt dann wieder der Rage-Angriff aus der Tasche raus. Meine Güte, also ich kann schon sagen, ja, das Spiel fühlt sich schwerer an. Ja, der erste Bosskampf und jetzt auch der zweite Bosskampf. Und danach kommen ja noch zwei andere Level. Also so wie es aussieht, haben sie jetzt die Virina in ihre Gewalt gebracht, damit sie Fragmente holt. Aber wofür sind diese Fragmente? Ja, ich habe es ja gerade angesprochen. Ich vermute, weil das ja Soldaten der Chaosgöttin sind, waren diese Fragmente vielleicht dafür gedacht, sie wiederzubeleben, falls sie doch sterben sollte. Und die beiden, der Leon und die Amanda, wollen dieses Fragment nutzen, um stattdessen die Verdammnis ihrer Mutter wieder zu beleben. Vermute ich. Ob so das Spawahrheit oder ob das was komplett anderes ist. Das, meine Damen und Herren, sehen wir in der Fortsetzung von Outrageous Fifth Breakaway Path, der abtrünnige Pfad. Und wenn Ihnen diese Ausgabe gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich wieder. Bis dann, ihr 93 Turbo. I love the Nathaniel. Tschüss. Und goodbye.